Moin YouTube, jetzt sind wir mal eine Nefe von Back. Willkommen zum weiteren Leisure Review. Zum weiteren Speed Champion. Ja, haben wir ihn. Audi SE. Nee, Audi S1 e-tron Quattro. Die 76921. Lego Speed Champion. Hier oben habt ihr auch nochmal das Auto. Die Reifen in 1:1. Also würdet ihr die Reifen da drauflegen, würde das 1:1 da drauf passen. Ja, hier vorne habt ihr den Wagen nochmal, wie der in echt aussehen würde. Und hier halt in Lego Form. Hier oben habt ihr auch nochmal ein bisschen was abgebildet. Auch nochmal. Hallo? Hallo? Jetzt kommt der Schaf. Ja, das Auto und links Speed Champion wurde nochmal hingeschrieben und halt die Setnummer. Müssen 224 Set sein. Glaube ich, hoffe ich. Schätze ich. Aber eigentlich ja. Es müsste nämlich ein 24er Set sein, also diesjähriges Speed Champion Set. Ja, da oben sieht man es. 224, also ist ein diesjähriges Speed Champion Set. Ja. Dann haben wir noch ein bisschen was am Rennfahrer. Eine Minifigur mit Helmchen. Ja. Ist halt so ein Dings Standardfigur wie aus dem City Set. So gesehen die mit dem gelben Kopf. Ab und zu habt ihr aber in den Speed Champions auch den normalen, also mit Hautfarbe, wie zum Beispiel Dom. Mit dem Dodge startet ihr normale dabei, das weiß ich. Ein paar andere auch, das sind dann meistens nur so Rennfahrer, Mechaniker machen die dann. Dann haben sie auch so einen Schlüssel manchmal in der Hand, er jetzt nicht. Er hat jetzt nur Bauchprint mit e-tron drauf und hinten das Audi-Zeichen als Rückenprint und als Bauchprint. Ja, und halt so ein Rennfahrer-Dings hier unten auf den Beinen noch. Hat keinen Doppelkopf. Ja, und wie gesagt, auch ein Helm. Zack. Flupp. Einfach so eine kleine mäßige Standardfigur. Ja. Dann habt ihr noch die Anleitung. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Müsst ihr ja auch irgendwie bauen können. Ja, ihr könnt es natürlich auch wie immer auch über den PC oder über die App auch bauen. Ist natürlich, geht auch. 83 Seiten insgesamt habt da. Und oh, ihr habt ja nochmal Speed Champions abgebildet. Ich glaube den Ford und den Rennwagen, den haben wir schon reviewed. Also den müsstet ihr schon auf meinem Kanal sehen können. Hier unten den sind wir gerade dran. Ja, und dann gibt es nochmal die 76922. Ach, mit BMW. Die hatte ich, glaube ich, gar nicht gehabt. Oder noch gar nicht. Kann sein, dass sie vielleicht irgendwann nochmal dazukommen. Dann habt ihr 7 und 90 Bauabschnitte. Und ihr seht schon mal, die Felgen sind. Also sind Prints. Also ihr habt so gesehen Sticker verbaut, aber auch und Prints an dem Wagen. Genau wie auf dem Dach, was ihr hier oben einsetzt. Hat ihr auch Prints so gesehen drauf verbaut. Ja, wie gesagt, es sind Prints und halt Aufkleber mit verbaut. Das war jetzt die Anleitung. Ja, können wir euch mal eben das Dach zeigen, was ich meine. Da habt ihr so ein bisschen die Prints, die ihr seht. Dach habe ich jetzt gerade ab, weil ich ja die Minifigur rausgeholt habe. So sieht das Auto aus. Hier zum Beispiel hier unten die Anzeige, das ist ein Aufkleber. Aber dann habt ihr halt hier, das ist ein Print. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Stein hier auch ein Print. Ist bei den meisten eigentlich immer. Hier war ein bisschen Staub. Hat man gerade gut durch die Kamera gesehen, weil die ja Licht mit dran hat.
Ja, bisschen staubig. Das ist die Rückseite. Ja, eine Seite, die andere Seite. Von oben, von vorne und natürlich auch das Heck. Vom Wagen her finde ich das so gesehen so kein schlechtes Speedchampion-Set, also der Audi. Ich glaube e-tron ist S1 e-tron Quattro. Aber vom Wagen her sieht der nicht schlecht aus. Könnt ihr wie einen ganz normalen Speedchampion auch hin und her fahren. Also wäre jetzt so alt auch spielerisch ein Set. Könnt ihr natürlich aber auch, wenn ihr ein paar mehr Speedchampions so gesehen besitzt, auch alle Reihe für Reihe im Regal versenken. Das Dach geht jetzt gerade gar nicht drauf, weil irgendwie habe ich hier gerade gesehen, fehlt mir ein Stein. Keine Ahnung, wo der jetzt gerade ist. Vielleicht ist der hier, wo man das Dach mal abgezogen hat und dann hing der hier mit am Dach und hat nicht drauf geachtet und flupp, war der Stein weg. Ja, müsste ich mal eben einen neuen Stein dann drauf machen. Später nach dem Video. Dann hält das Dach auch wieder. Ja, so würde es jetzt abfallen, aber da gehört eigentlich ein Stein hin. Also es ist jetzt nicht falsch gebaut. Der Stein irgendwie, wie gesagt, hat sich von alleine verabschiedet. Das hier soll einen Scheibenwischer darstellen. Also jetzt keine Antenne oder so, soll deutlich einen Scheibenwischer darstellen. Wird er auch gerne als Schaltknüppel benutzt? Hat er jetzt hier einen anderen drin? Da seht ihr auch den Schraubenschlüssel, was ich meinte. Ja, das soll jetzt ein Scheibenwischer mal darstellen. Wird ja sehr oft bei den Speed Champions oder bei den Autos auch als Schaltknüppel benutzt. Ja, ist jetzt aber auch nicht schlecht, die Lösung. Ja, und dann würde ich mal sagen, mehr gibt es auch hier an dem Auto nicht zu zeigen oder zu sehen. Die Minifigur habe ich euch gezeigt. Ja, dann haben wir noch ein bisschen Karton, ein bisschen Anleitung. Ja, und dann würde ich mal sagen, wenn euch das ganze Video oder das ganze Review heute wieder gefallen hat, drückt mir gerne das Däumchen nach oben, lasst mir ein Abo da, tschüss bis zum nächsten Mal und schätzt mal, nächstes Video wird mal wieder ein Haul sein. Also seid mal gespannt drauf. Ja, und dann würde ich mal sagen, tschüssi.